Der Zuschauer hier im Studio hat es ein bisschen verschneit heute. Eigentlich begrüße ich hier auf der ganzen großen Fläche drüben den Fanclub, MERC Fanclub Bulli Tor, so heißt er. Ein paar sind gekommen hier und dann auf der anderen Seite da der große Fläche rings um den Sport auch noch. Das ist die TSG, die D-Jugend der TSG 1862 in Weinheim. Da ist genau nur der Christian hat es geschafft mit seinem Vater. Christian, komm mal zu mir, also komm rüber. Du musst jetzt die ganze D-Jugend schnell vertreten. Sag mir, die D-Jugend, das sind die kleinsten Fußballer. Nee. Was sind die kleinsten? E-Jugend. F-Jugend. F-Jugend. Und du bist schon ein großer? Mittel. Ja. Seid ihr eine starke Mannschaft in Weinheim? Ja. Ja? Hast du auch schon mal ein Tor geschossen? In der Saison noch nicht. In der Saison noch nicht. Was spielst du da? Mittelstürmer, Torwart, Linksaußen? Abwehr. Abwehr, du bist von der Abwehr. Sei froh, dass wir jetzt nicht in dem früheren DDR-Gebiet sind. Da wird sie sofort unter Verdacht geraten. Aber ihr seid ein guter Verein. Du kommst aus Mannheim, spielst trotzdem in Weinheim? Ja. Ja, hat den großen Vorteil, du kommst auf die Weise auch bei Schnee zu uns im Studio. Sag deinen Kumpels einen schönen Gruß und sag ihnen, das wäre toll gewesen im Fernsehen. Einverstanden? Okay. Alles klar. So, hier drüben haben wir den MERC Fanclub Bulli Tor, den Herbert Dürmer. Johannes Kaiser, ich habe mir die vorhin gerade aufgeschrieben, weil alles so verweht war. Ich habe ganz tolle Jacken, dreh dich mal um. Eine Kamera muss das zeigen, langsam aufstehen, sonst sind die gleich aus dem Konzept. So, zeigt mal die Jacke nah. Also es gibt nicht nur den MERC-Fanclub, sondern es gibt da verschiedene. Setz dich wieder hin, sehr schön. Also ihr kommt aus Ludwigshafen, richtig? Oder? Ludwigshafen, Mannheim, Hockenheim, eigentlich die ganze Umgebung vertreten. Wie viele solche Club gibt es denn? Zwischen 15 und 20. 15 und 20. Ich mache einen Vorschlag. Ich habe den Eindruck, da drüben, der Frank Schlager, der sitzt ziemlich alleine heute rum in seinem Studio. Wenn du so ein bisschen mal darüber gehst und das Mikrofon mitnimmst, dann hätte das einen großen Vorteil. Ich hätte damit gleich den Sport anmoderiert und er hat dann wenigstens jemanden, mit dem man sich überhaupt unterhalten kann. Und der MERC ist ja eigentlich im Augenblick doch ein Thema. Ein Tipp noch für die, die in Wiesloch wohnen. Heute machen wir einen Schneewetterbericht. In Wiesloch kann man im Moment zwar telefonieren von Wiesloch nach Wiesloch. Man kann aber nicht von Wiesloch nach draußen und auch nicht von draußen nach Wiesloch. Versuchen Sie es mal, Sie erfreuen die Post, das Netz bricht dann vollkommen zusammen. Aber Wiesloch gibt es noch. Das soll allen gesagt werden, die außerhalb von Wiesloch wohnen. Du nimmst das Mikrofon, gehst hinter mir rum, gehst rüber zum Frank Schlaggitter. Und dann spielen wir mal den Sporttrainer, so viel Zeit hast du. Ja, weiter mit dem Sport. Ein unplanmäßiges Interview jetzt gleich mit dem Johannes. Es wird trotzdem mit Sicherheit interessant. Wir werden uns ein bisschen über die derzeitige Situation des MRC unterhalten. Eigentlich war geplant heute das Studiogespräch mit Winfried Schäfer, dem KSC-Trainer. Heute Mittag haben wir auch noch mit ihm telefoniert. Er hat gesagt, er kommt, er weiß, dass es schneit, er fährt frühzeitig weg. Aber angesichts der Straßenverhältnisse hat das wohl doch nicht ganz gepackt. Johannes, du bist mit dem Fahrrad hier oder warum bist du pünktlich gekommen? Wir sind zu Fuß hier. Johannes, MRC, es gab Konsequenzen für die Mannschaft. Die Spieler wurden bestraft mit Abmahnungen praktisch für die zuletzt schlechten Leistungen. Wer als erstes darunter leiden muss, das sind ja die eingefleischten Fans, so wie ihr, die regelmäßig und zuverlässig zu den Spielen kommen und dann nicht die Leistung sehen, die sie sich wünschen. Wie denkt ihr denn darüber? Ist es damit getan, dass die Mannschaft gestraft ist? Was hätte denn an Konsequenzen für euch noch passieren müssen oder können? Ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass es besser wird durch diese Konsequenzen, die die Mannschaftsleitung und der Vorstand gezogen hat. Ich meine, es ist natürlich eine Frechheit, wie man beim letzten Heimspiel gegen den PSV Weißwasser, wenn man so eine Leistung sieht, das ist einfach undiskutabel. Ja. Wenn man sieht, die Leute bezahlen viel Geld, um da hinzugehen, bis zu 55 Mark für einen Sitzplatz, 18 Mark für einen Stehplatz, und das ist schlichtweg eine Frechheit. Ganz einfach gesagt. Wäre es vielleicht auch eine gute Konsequenz gewesen, einfach fürs nächste Spiel mal die Eintrittspreise zu senken? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber ich persönlich glaube nicht, dass dadurch irgendwie mehr Zuschauer gekommen wären. Johannes, vielen Dank für deine Meinung, für deinen ungeplanten TV-Auftritt. Gleichzeitig begrüße ich den Herrn Schäfer. Herr Schäfer, wie lange waren Sie unterwegs? Oh, ich bin lange zu Fuß gelaufen, um hier hinzukommen. Meine Schuhe sind drin. Wir lassen Sie ein bisschen Luft holen, spielen einen kleinen Film zuerst mal ein. Wir beginnen ganz wetterunabhängig mit einer Sportart, die die Aktiven selbst liebevoll Affentennis nennen. Uns ist es bekannt als Volleyball. Da stand auf dem Programm das nordbadische Verbandspokalendspiel der Damen. Die gegnerischen Mannschaften, zwei Teams, die sich gut kennen aus der Regionalliga Süd. Der TV Ettlingen, Zweiter in der Regionalliga, und auf dem 10. Platz der TSV Handschuhsheim. Und wer nun im Pokalendspiel die Oberhand behalten hat, das sagt uns Achim Kaczmarek.